Hallo und willkommen zurück zu Detroit Become Human, zum Part 4. Und zwar sind wir noch bei Marcus und wir sollten ein Bild malen, als wir das letzte Mal aufgehört haben. Damit sage ich Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder da seid. Und wir setzen fort und schauen mal, was wir malen können. Marcus kann die Statue malen. Den Tisch. Karls Bild. Okay. Mehr geht wohl nicht. Dann würde ich sagen, malen wir Karls Bild. Das ging flott. Eine perfekte Kopie der Realität. Doch beim Malen geht es nicht um das Kopieren der Welt. Es geht um Interpretation, Verbesserungen. Deine eigenen Sichtweisen. Karl, ich glaube, das kann ich nicht. Das steht nicht in meinem Programm. Na los, mach schon. Geh an die Leinwand. Karl möchte nach wie vor diese Weiterentwicklung von Marcus haben. Er möchte, dass er aus seinem Programm rauskommt, habe ich das Gefühl. Tu mir einen Gefallen. Schließ die Augen. Schließ die Augen. Er vermenschlicht den irgendwie. Also, schließen wir die Augen. Stell dir etwas vor, das nicht existiert. Etwas Unbekanntes. Jetzt konzentrier dich. Auf das, was du jetzt fühlst. Und führe deine Hand unbefangen über die Leinwand. Androiden, Menschheit, Identität. Wenn wir jetzt von dem ausgehen, was Karl von Marcus will und wie die Beziehung zu denen ist, würde ich sagen, wir gehen auf die Identität. Identität, Android, Verzweiflung, Zweifel, Gefangener. Verzweiflung, nein. Zweifel vielleicht. Gefangener im System, würde ich tatsächlich sagen. Vielleicht bin ich jetzt auch einfach zu schnulzig. Aber genau das mache ich jetzt. Der Karl möchte was von Marcus, was er eigentlich nicht machen kann und wofür er nicht programmiert ist. Tatsächlich. Und deswegen finde ich Gefangener im System sehr passend. Jetzt bin ich gespannt. Oh mein Gott. Okay, wer ist das? Ich hätte das Bild gerne nochmal angeschaut. Hey Dad. Leo. Ah, Leo. Hab dich nicht kommen hören. Ah, ich war in der Gegend. Dachte, ich schau mal rein. Wurde auch Zeit, nicht? Geht es dir gut? Das sieht du nicht, siehst so aus. Nicht so aus. Oh, ja, genau. Alles klar. Hör mal, ich brauche Kohle, Dad. Schon wieder? Was ist denn mit dem Geld von neulich passiert? Naja, es ist halt weg, weißt du? Ja. Ja, du bist wieder drauf, nicht wahr? Nein. Nein, nein, das ist es echt nicht. Ja, lüg mich nicht an, Leo. Was macht das für einen Unterschied? Ich brauche Geld, das ist alles. Tut mir leid. Die Antwort ist nein. Was? Warum? Du weißt warum. Wenn er Drogen nimmt? Ich weiß warum. Dir liegt mehr an deinem Plastikspielzeug als an deinem Sohn, hä? Sag schon, Dad, hä? Was macht ihn besser als mich? Ist er klüger? Oder folgsamer? Nicht so wie ich, hä? Aber weißt du was? Das Ding ist nicht dein Sohn. Nur eine Scheißmaschine! Leo, das reicht jetzt! Das haben alle gegen Marcus! Es reicht! Dir liegt nur was an dir selbst und deinen Scheißbildern. Du hast nie jemanden geliebt. Du hast mich nie geliebt, Dad.
Du hast mich nie geliebt. Okay, der kriegt kein Geld und geht jetzt gleich auf die harte Schiene. Der arme Karl. Dem geht's nicht wirklich gut, ne? Oh je. Also doch nicht alles so toll bei Marcus. Toll, und wieder Kapitelende, kurz nachdem ich den Part neu gestartet habe, beziehungsweise davor beendet. Es tut mir leid, Leute, ich weiß nicht, wann die Kapitel aufhören. Ich hoffe, ihr verzeiht mir echt. Wir gucken es uns trotzdem an. Wir sind zu Hause angekommen, haben das Paket abgelegt, die Vögel aktiviert, die Magazine gelesen, Frühstück serviert. Wir haben Klavier gespielt, und zwar hoffnungsvoll. Dann haben wir Karl ins Studio gebracht. Gemalt haben wir sein Bild. Und wir haben aus dem Herzen gemalt, die Identität Gefangener. Schade, dass man das Bild jetzt hier nicht mehr sieht, aber man hat es vorhin einmal gut gesehen, also in der Sequenz mit Leo. Und dann kam Leo und ist eingedrungen und hat um Geld gebeten. Ja, der Karl hat es wohl nicht leicht. Erst habe ich gedacht, eigentlich er ist alleine, weil Marcus für ihn da ist, was eigentlich Leo machen sollte. Aber dem Leo ist es wohl nicht so gut. Der nimmt wohl Drogen, so wie der Karl das angedeutet hat. Und hat ständig Geldprobleme. Dabei hatte ich eigentlich gedacht, der Marcus nimmt uns die Story jetzt, also die gegenteilige Story von Kara, ab. Ja, wir wachen weiter. Und zwar in Jimmy's Bar. Oh, und wir sind wieder bei Connor. Woran erkennt man's? An der Münze. No Androids allowed. Okay, wir gehen wohl trotzdem rein. Finde Leutnant Anderson. Wir schauen mal. Das wird er wohl nicht sein. Nein. Geschäftsinhaber, keine Vorstrafen. Den können wir noch nicht scannen. Den haben wir da. Administrator. Edward. Hier haben wir den Derek, Sicherheitsbeamter. Können wir immer noch nicht. Den können wir. Ah, Leutnant Anderson. Okay, das sieht jetzt aber komplett anders aus. Wie auf dem Bild. Scheiße, ich dachte, Androiden dürfen hier nicht rein. Tja, manche haben wohl Special-Erlaubnis, wie wir. Wen haben wir hier noch? Den Shona, arbeitslos. Gern so viel wie möglich herausfinden, bevor wir den ansprechen, den Anderson. Quatsch, war es Anderson? Das ist Christopher. Der hat schon Vorstrafen und ist arbeitslos. Was ist dein Problem? Wir sprechen ihn gleich an. Moment. Ich würde gern wissen, wer noch da sitzt. Den Dennis. Ein Buchhalter, aber zurzeit auch arbeitslos. Den Chris, auch arbeitslos. Dann haben wir hier noch jemand an der... am Automaten. Der Samuel, Hafenarbeiter. Und den letzten. Den Kim, Auslieferungsfahrer, aber auch zurzeit arbeitslos. Wegen häuslicher Gewalt vorgestraft. Wir sehen, Connor hat Zugriff auf den Polizeicomputer. Lieutenant Anderson, mein Name ist Connor. Ich bin der Android von CyberLife. Ich war auf ihrem Revier, aber niemand wusste, wo sie sind. Es hieß, dass sie vermutlich irgendwo etwas trinken. Ich hatte Glück, das ist erst die fünfte Bar.
Was willst du? Toll. Ihnen wurde heute Abend ein Fall zugeteilt. Tötungsdelikt. Verdächtiger ein Cyberlife-Android. Das Unternehmen hat für diesen Fall ein spezialisiertes Modell zur Unterstützung der Ermittler abgestellt. Na, ich brauche keine Unterstützung. Und schon gar nicht von so einem kleinen Plastik-Arschloch wie dir. Robin, nett. Sein braver Roboter und verpiss dich von hier. Argumentieren, bedrohen, verständnisvoll. Wir beharren. Verzeihung, Lieutenant, ich muss darauf bestehen. Meine Anweisungen verlangen, dass ich sie begleite. Weißt du, wo du dir die Anweisungen hinstecken kannst? Nein. Wohin? Ach, Connor. Der ist oh so... Oh mein Gott. Ja, oh Gott. Verständnisvoll, argumentieren. Argumentieren. Bitte, hören Sie jetzt auf zu trinken und kommen Sie mit mir mit. Das würde uns beiden die Sache erleichtern. Trink verschütten, ihm noch einen Trink holen, draußen warten. Trink verschütten, komm jetzt endlich mit, Mann, wir haben Befehle. Ich glaube, wir können gehen. Yippie. Kleiner Wichser, kein Schimmer, warum ich dir keine knalle. Ihr Pflichtgefühl, Lieutenant. Und die Reparaturkosten, die Sie tragen müssen. Zu Ihrer Information, ich koste ein kleines Vermögen. Wunder der Technik. Sie programmieren sogar Arschlöcher heutzutage. Der mag uns anscheinend gar nicht. Ich muss los. Dank mir. Die Pflicht ruft. Bedrohen wäre auch nicht besser gewesen und draußen warten, weiß ich nicht. Ich meine, es ist ein Tötungsdelikt, das sollte eigentlich schon sofort mitkommen. Also, hätte ich jetzt die Wahl, hätte ich es eigentlich genauso nochmal gemacht. Es tut mir leid. Du wartest hier. Dauert nicht lang. Diplomatisch. Ich habe Anweisungen, Sie zum Tatort zu begleiten, Lieutenant. Hör zu, ich gebe einen Scheiß auf deine Anweisungen. Ich hatte gesagt, warte hier. Also halt einfach die Klappe und warte hier. Nein! Gegensätzliche Befehle, Prioritäten setzen. Wir haben von oben einen Befehl, ihm mitzugehen. Mit ihm mit. Sprachfehler an. Wir haben den Befehl, mitzugehen, also gehen wir mit. Das sind überall die Drohne. Androiden haben hier keinen Zutritt. Er gehört zu mir. Oh, wir dürfen aber rein. Welchen Teil von Bleib im Auto hast du nicht verstanden? Ihr Befehl widersprach meinen Anweisungen, Lieutenant. Du sagst nichts, du fasst nichts an und du stehst mir nicht im Weg, kapiert? Verstanden. Guten Abend, Hank. Wir dachten schon, du tauchst nicht mehr auf. Ja, das war der Plan, bis dieses Arschloch aufgetaucht ist. So, du hast jetzt einen Androiden, hm? Oh, sehr witzig. Sag mir einfach, was ist passiert? Gegen Nachbar der Vermieter an. Sein Mieter... Folge, Lieutenant Anderson. Er war mit den Zahlungen im Rückstand. Er dachte... Ja. Sieht mal nach, was los ist. Und da fand er die Leiche. Schlimmer mit geschlossenen Fenstern. Das Opfer heißt Carlos Ortiz. Er ist vorbestraft wegen Diebstahl und schwerer Körperverletzung. Okay. Wir sammeln Beweise. Seinen Nachbarn zufolge war er ein Einzelgänger. Blieb meistens in der Wohnung, ließ sich nur selten blicken. Red Eyes. Bei dem Zustand hätte man nicht alle mitten in der Nacht zusammentrommeln müssen. Morgen früh hätte er auch gereicht. Ich schätze, er liegt schon knapp 3 Wochen da. Der Rechtsmediziner wird das klären. Da drüben liegt ein Küchenmesser. Vermutlich die Mordwaffe. Wie er Proben analysiert, finde ich eklig. Getrocknetes Blut. Anzeichen für einen Einbruch? Nein. Keine Fingerabdrücke. Waren Android beteiligt? Die Tür war von innen fest verschlossen. Alle Fenster waren verrammelt. Der Killer muss hin. Auch getrocknetes Blut? Raus sein. Was wissen wir über seinen Androiden? Nicht viel. Die Nachbarn wissen, dass er einen hatte, aber er ist nicht hier gewesen. Ich brauch mal frische Luft. Fühl dich wie zu Hause. Ich bin draußen, wenn du mich brauchst. Ein Nachtclub.
Fenster haben sie wohl zum Lüften aufgemacht. Oh, wir können auch ins andere Zimmer. Und was war das hier gerade? Blut an Türrahmen. Hier ist die ganze Wand rausgerissen oder rausgebrochen. Und auch hier ist Blut. Der Stuhl ist umgeworfen. Da gibt es Fingerabdrücke von dem Carlos. Offiziell. Mit Androiden ist besser. Okay. Wie immer, wenn ihr lesen wollt, dürft ihr das gerne lesen. Ich lese auch diesen Artikel nicht vor. Sorry, Ladies, aber es geht nichts über Plastik. Na, vielleicht ist es auch andersrum so, wer weiß. Sorry, Männer. Spioniert ihr Android sie aus? CyberLife könnte über die Androiden Informationen erhalten. Ja, Technik, Fluch oder Segen. Ne, da haben wir schon. Da hinten. Da fehlt das Messer. Okay. Sind perfekt. Viel zu sauber. Kein Mensch kann so schreiben. Chris, ist das da das Blut des Opfers? Ja, ich denke schon. Wir nehmen Proben für die Analyse. Ja, wir analysieren ja auch schon. Okay, wir brauchen... Ich muss mal an der Facecam so ein bisschen vorbeigucken. Zwei Hinweise. Einmal. Und... Die Fingerabdrücke von Carlos. Wir rekonstruieren. Okay, machen wir das wohl stückchenweise. Hier haben wir Abweichler nahm ein Messer. Ach, ist der Carlos auf den losgegangen? Abweichler wurde angegriffen. Emotionaler Schock. Okay. Da ist die Frage: Dürfen sich Androiden wehren? Red Eyes. Unser Freund Carlos. Das hat gerne gefallen. Das wird wohl der Hinterhof sein. Wir analysieren und sehen. Vor weniger als 60 Minuten. Die Tür von innen verschlossen. Der Killer muss hier raus sein. Es gibt keine Fußspuren außer die von Officer Collins, Schuhgröße 10. Das ist vor Wochen passiert. Das heißt, die Spuren könnten weg sein. Nein, auf diesem Boden hätten sich Spuren gehalten. Hier draußen war schon sehr lange keiner mehr. Oh, schau mal. Abweichler nicht auf diesem Weg entkommen. Zum Glück hast du den Connor dabei, du. Untersuche das Opfer. Beweisstücke 8 von 10 haben wir momentan. Ich hätte gerne noch die letzten zwei tatsächlich. Aber vielleicht sind die am Opfer. Was für ein Saustall. Das war's. Was analysieren? I am alive. I
I am alive. Der ist nicht mehr so alive. So. Red Eyes hat er dran an den Lippen. Ja, das sieht echt schon ziemlich kaputt aus. Todeszeitpunkt, geschätzt 23:30. Fragt sie nur, welcher Tag, ne? Und? Innere Blutung. 28 Messerstiche vor mehr als 19 Tagen verstorben. Okay. Wir brauchen noch einen Hinweis. In der Hand. Fingerabdrücke. Diebstahl und schwere Körperverletzung. Was können wir rekonstruieren? Der hat sich wohl dahin geschleppt. Das Opfer wurde erstochen. Ja klar, vom Abweichner. Sie kamen aus der Küche. Ja, das wissen wir ja auch. Und er hat dann weiter auf ihn eingestochen. Und er ist ihm aber sogar nachgegangen. Also es ist nicht so, dass wir jetzt sagen können, er hat aus Reflex einmal zugestochen, weil er ihn attackiert hat. Sondern er ist ihm tatsächlich nachgegangen und hat ihn weiter... Ja. Er hat ihn ermordet. Er hat Stichwunden. 28 Stück. Ja. Der Killer hat es echt auf ihn abgesehen. I am alive. Ein Beweisstück fehlt uns tatsächlich noch. Das würde ich gern noch in diesem Part finden. Ist das der Fernseher? Der steht jetzt genau da nicht rum, wo ich eigentlich gerne hin möchte, weil ich habe das... War hier nicht gerade noch was angezeigt? Oder wird es der Leutnant sein? Der Lieutenant. Hier ist überall nichts. Ich gucke einmal noch vorsichtshalber in die Küche. Weil ich würde ungern jetzt hier irgendwas... übersehen. An dem Tatort. Ne, da ist nur das Magazin. Dann wird uns der letzte Beweis vielleicht unser lieber Nicht-Freund liefern. Wirst du jetzt mich da rauslassen? So, dann sprechen wir mal mit ihm. Lieutenant, ich glaube, ich weiß, was passiert ist. Ach ja? Los, ich bin ganz ohr. Alles begann. In der Küche. In der Küche. Oh Gott, jetzt muss man sich das alles merken. Hier gibt es eindeutige Kampfspuren. Die Frage ist nur, was genau hier passiert ist. Das Opfer griff den Androiden an. Mit dem Schläger. Mit dem Schläger. Das passt zu den Beweisen. Weitermachen. Der Android stach auf das Opfer ein, das Opfer stach auf den Androiden ein, der Android war auf den Stuhl. Der Android stach auf das Opfer ein. Oh Gott, da muss ich jetzt echt schnell lesen. Der Android also versucht sich zu verteidigen, ja? Ja, er hat sich verteidigt, aber dann? Und was geschah dann? Das Opfer floh dann... ins Wohnzimmer. Ins Wohnzimmer. Und der Android ist aber leider nachgelaufen, ne? Und er wollte dem Androiden entkommen. Das macht irgendwie Sinn. Der Android tötete das Opfer. Mit dem Messer. Mit dem Messer. Okay. Deine Geschichte ist nicht völlig abwegig.
wo der Android hin ist. Der Schläger beschädigte ihn und er verlor Tyrium. Er verlor was? Tyrium. Sie nennen es blaues Blut. Die Antriebsflüssigkeit für Android-Biokomponenten. Sie verflüchtigt sich nach ein paar Stunden und ist dann für das Auge unsichtbar. Aber ich wette, du kannst es noch sehen, oder? Ja. Korrekt. Ja. Hank ist angespannt. Ja. Wir sind's auch, Leute. Weil genau in diesem Moment sage ich euch schön, dass ihr dabei wart. Wir suchen den Android das nächste Mal. Wir gucken, ob er geflohen ist oder ob wir ihn tatsächlich irgendwo im Haus noch finden. Wie gesagt, jetzt bin ich so zwiegespalten bei dem. Man sieht, der Typ hat den Androiden angegriffen und der Android hat sich verteidigt. Aber wieder entgegen seiner Systeme. Deswegen haben wir auch wieder Connor dabei, weil es ein Abweichler ist. Warum aber hat es der Android nicht dabei bewenden lassen und ist abgehauen nach dem ersten Stich? Warum ist er dem wirklich nachgegangen und hat ihn dann so gewalttätig ermordet? Und warum I'm Alive? Das finden wir alles vielleicht nächstes Mal raus. Schön, dass ihr dabei wart. Und dann sage ich euch Tschüss und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Macht's gut.